Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Die zugewachsenen 5 Minuten teilt sich die Fraktion die AfD insoweit auf, als zuerst Herr Heidkamp spricht und dann Herr Lambrou. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Bouffier, Sie sind ein begnadeter Redner, und ich kann noch viel von Ihnen lernen. Aber heute hatten Sie ein paar Schwachstellen. Das Problem ist die Verbindung des 141 mit dem Sondervermögen. Warum Sie das nicht erkennen wollen? Ich entscheide ja zu Hause auch alles mit einer Stimme. Ich bin da also auf diesem Prinzip sehr gut unterwegs. Das Verbinden der Corona-Maßnahmen, Herr Schalauske, da lachen Sie mal, was? Das Verbinden mit den Problemen bei der digitalen Ausstattung der Automobilindustrie, der missglückten Umstellung der Energieversorgung, einer komischen Grundrente, nachdem Sie nicht dafür sorgen konnten, dass die Frauen endlich anständige Einkommen verdienen, das ist doch Ihr Problem. Herr Scholz hat heute im Bundestag gesagt, bei diesen großen Summen kann man sich leicht verzetteln und die richtigen Ziele aus den Augen verlieren. In Ihrem Sondervermögen finde ich kein einziges richtiges Ziel, für das es sich lohnt, diese Milliarden auszugeben. Sie wollen es nur für Schäden der Vergangenheit aufwenden. Sagen Sie doch, wo Ihre Ziele sind, dann gehen wir das doch mit. Und, Herr Bouffier, über eines habe ich mich geärgert. Sie reklamieren hier, dass man Ihre guten Motive nicht infrage stellen dürfte. Ich werde hier, seitdem ich Mitglied dieses Landtags bin, dauernd beschuldigt, keine guten Motive zu haben. Und ich sage Ihnen, da können Sie sich an mir ein Beispiel nehmen. Und mit hier auf der linken Seite, ich diskutiere sogar mit Ihnen, ich respektiere Sie sogar, Herr Schalauske. Wir haben uns mal bei Tisch unterhalten, das war eine sehr interessante Unterhaltung. Aber, mit Ihren Schlussfolgerungen und Ihren Zielen, mit Ihren Schlussfolgerungen und Ihren Zielen sind wir nun mal nicht einverstanden. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte um Ruhe. Und die Glocke hat nicht einen musikalischen Hintergrund, sondern wenn die Glocke ertönt, bitte ich die Redner, ihre Rede zu unterbrechen und auch das Haus nicht weiter Lärm zu fabrizieren. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Lambrou. Ihnen bleiben jetzt noch 2 Minuten 42. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte jetzt um Ruhe. Herr Lambrou, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, mein Fraktionskollege Volker Richter hat hier in diesem Plenum Mitte März in Richtung Landesregierung gesagt, Sie haben in dieser tiefen Corona-Krise einen Vertrauensvorschuss, missbrauchen Sie ihn nicht. Und er hat hinzugefügt, dass wir in diesem Fall da sein würden. Ich stelle fest, dass die schwarz-grüne Landesregierung mit dem 12 Milliarden Sonderschuldenpaket und vor allem mit der Aushebelung, mit der de facto Aushebelung der Schuldenbremse diese Corona-Krise ausnutzt. Das haben alle Fraktionen der Opposition hier am Rednerpult klar festgestellt. Und ich sage es noch einmal, wir zweifeln die Rechtmäßigkeit des vorliegenden Gesetzes an. Und wir werden nicht wie die FDP und die SPD prüfen. Wir haben schon geprüft. Wir werden eine Normenkontrollklage einreichen. Bemerkenswert finde ich, dass Herr Ministerpräsident Bouffier erst in dieser dritten Lesung sich zu Wort gemeldet hat. Herr Ministerpräsident, da hätte ich eine intensivere Beteiligung von Ihrer Seite gewünscht. Das mag vielleicht eine Politik der ruhigen Hand sein, aber ich kann sie nicht gutheißen. Bei solch einem Thema gehört der Ministerpräsident von der ersten Lesung an ans Rednerpult. Und zum Schluss möchte ich noch
in Richtung von Herrn Pentz und der CDU fragen, was ist konservativ? Schulden machen ohne Ende, eine de facto Aushebelung der Schuldenbremse, ist das konservativ? Bereits mit der Koalition mit den Grünen haben Sie sich ein gutes Stück weit vom Konservativsein verabschiedet. Und mit der heutigen Entscheidung verlassen Sie jeglichen Anspruch, konservative Kraft in Hessen zu sein. Konservative Finanzpolitik würde nur die Schulden aufnehmen in der tiefen Corona-Krise, die notwendig sind, und nicht 12 Milliarden auf einen Schlag. Und eine konservative Kraft würde die Zweidrittelmehrheit für die Schuldenbremse nicht de facto aushebeln, sondern sie zwingend einhalten und gegen alle Angriffe verteidigen. Folgerichtig kriegen Sie hier sogar Applaus von der linken Fraktion. Während der Verband der hessischen Unternehmer, der Bund der Steuerzahler und der Landesrechnungshof ihre Vorgehensweise teilweise scharf kritisieren. Meine Damen und Herren, der heutige Tag ist eine Zäsur. Die bürgerlich-konservative Alternative für Deutschland steht fest für konservative Werte, und die CDU in Hessen kippt finanzpolitisch ins linksgrüne Lager ab. Die Wähler werden es bemerken. Vielen Dank, Herr Lambrou. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten, die Kollegin Ines Claus. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr ein Redner ans Rednerpult tritt, dann bitte ich wirklich, keine Zwischenrufe zu machen. Und jetzt bitte ich auch wirklich, dass alle der Rednerin zuhören. Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erlauben Sie mir drei Vorher-Nachher-Betrachtungen. Bekanntermaßen bin ich ja neu an dieser Stelle. Deswegen will ich meinen ersten Blick mal auf die Beratung richten, die wir gemeinsam geführt haben. Die habe ich als sehr sachlich, als sehr zielorientiert empfunden. Nur wir haben keinen gemeinsamen Weg gefunden, weil die Modelle nicht zusammenpassten. So sind wir gestartet. Jetzt hatten wir aber immer das Problem des Zeitpunktes. Das war das erste Problem. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt handeln. Und da sind wir auseinandergeraten. Und hier sind wir jetzt gelandet, um bei dieser Vorher-Nachher-Betrachtung mal genauer drauf zu schauen. Was bedeutet das? Zweiter Punkt. Herr Weiß, Sie haben in Ihren ersten Reden mit Kröten und Hunden begonnen. Wo sind Sie gelandet? Bei der Entmachtung der Parlamente und ähnlichem Sprachgebrauch? Da würde ich sagen, da würde der Philosoph Martin Heidegger sagen, ja, ja, die Sprache ist das Haus des Seins. Und da sind wir doch heute. Was erleben wir denn die ganze Zeit? Hier wird aus sachlichen Verhandlungen, und wir hätten es gerne dort behalten, haben wir versucht, Kompromisse zu finden und haben sie auf den Tisch gelegt. Aber zu einer Vorher-Nachher-Betrachtung mit einem Zeitpunkt in dem Auge, dass man sagt, wir müssen jetzt handeln, dann gehört das doch dazu, dass man handelt und nicht hier ein Getöse veranstaltet. Das ist doch der Punkt. Und ich sage Ihnen auch sehr deutlich, bei unserer Vorher-Nachher-Betrachtung, und das sage ich auch mit Blick auf Sie, was bedeutet konservativ? Was bedeutet bürgerlich? Konservativ und bürgerlich bedeutet, den Wahlauftrag, den man bekommen hat, mit Verantwortung wahrzunehmen. Und wenn man die Verantwortung wahrnehmen muss, dann kommt es auf den Zeitpunkt an. Dieser Zeitpunkt ist genau jetzt, und deswegen machen wir das jetzt. Und weil ich die Sachlichkeit bemüht habe, möchte ich auch noch kurz bei der Sachlichkeit bleiben. Es geht heute um die Verfassung und um ein einfaches Gesetz. Die Verfassung bleibt unverändert, so wie sie ist. Und da bekennt sich die CDU und auch Bündnis 90 die Grünen 100% dazu. Aber die Verfassung
sieht in einer Ausnahmesituation. Und bestreitet irgendjemand diese Ausnahmesituation zum jetzigen Zeitpunkt? Und da bin ich wieder beim Zeitpunkt. Ich glaube, das bestreitet keiner. Und dann darf man eine Ausnahme machen und Kredite ermächtigen, damit die Menschen draußen durch die Krise kommen. Und darum geht es doch heute. Und damit wir das machen können, ändern wir ein einfaches Gesetz, genauso wie wir dieses einfache Gesetz hier eingebracht haben. Aber in der besonderen Situation, ich würde Sie ja alle verstehen, wenn wir im Normalstatus sind. Aber, meine Damen und Herren, wir sind in einer Krise, wir sind in einer Ausnahmesituation, und in der Jetzt-Betrachtung handeln wir jetzt, und das ist bürgerlich und konservativ. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaus. Für die Fraktion der SPD spricht die Fraktionsvorsitzende Faeser. Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, ich teile ja vieles von der Situationsbeschreibung, die Sie vorhin hier gemacht haben. Es ist die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die wir erleben, und es ist in diesem Bundesland auch der größte Einbruch der Wirtschaft. Und deswegen haben viele Menschen im Moment hohes Leid in diesem Bundesland. Sie verlieren ihre Jobs, sie haben keine Perspektiven. Und deshalb ist es richtig, dass wir hier auch Vorschläge machen, um diese Menschen zu retten, ihnen Perspektiven aufzuzeigen. Und das haben wir Sozialdemokraten getan, das hat aber auch insgesamt die Opposition bis jetzt getan. Wir haben hier einvernehmlich in der Flüchtlingskrise agiert. Wir haben jetzt beim ersten Nachtragshaushalt, noch im März, haben wir hier einstimmig aus diesem Hohen Hause unterstützt. Wir haben die Aussetzung der Schuldenbremse hier schon einmal beschlossen. Wir haben Ihnen dafür die notwendige Mehrheit gegeben. Wir haben jetzt einen sehr großen Nachtragshaushalt vorgelegt. Aber, Herr Ministerpräsident, wo war denn eigentlich während dieser Zeit, wo jetzt ein Paket von 12 Milliarden, eine Neuverschuldung für die nächsten 30 Jahre auf dem Tisch liegt, wo war denn Ihr Beitrag in den letzten drei Wochen? Wo waren Sie denn in den letzten drei Wochen? Wo waren Sie denn 5 Minuten vor der Abstimmung über die Abschaffung eines Zweidrittelerfordernisses mit einfacher Mehrheit? Wo viele sagen, Verlässlichkeit von Recht hat auch etwas damit zu tun, kann ich Vertrauen in Regelungen haben. Sie haben dazu etwas gesagt. Ich werde dazu das gleich noch einmal aufrufen. 5 Minuten vor der Abstimmung gehen Sie hier in die Debatte. Warum? Um die Zweifler in ihren Reihen, in ihren eigenen Reihen davon zu überzeugen, doch gleich mitzustimmen. Oder warum? Warum jetzt, 5 Minuten vor der Abstimmung? Ich hätte es sehr begrüßt, wenn Sie sich in den letzten drei Wochen einmal eingemischt hätten. Was wir nicht akzeptieren. Was wir nicht akzeptieren, Herr Ministerpräsident, ist, dass Sie sich hier hinstellen und so tun, als gäbe es überhaupt keine Alternative zu Ihrem Weg des Sondervermögens. Das ist schlicht falsch, meine Damen und Herren. Das ist falsch, und diese Landesregierung ist auch nicht handlungsunfähig. Das ist Unsinn, meine Damen und Herren. Das ist wirklich Unsinn. Sie könnten jederzeit den Nachtrag, der auf dem Tisch liegt, oder meinetwegen Ihren eigenen, Sie haben ja einen auf den Tisch gelegt, der nicht die Schuldenbremse reißt, Sie könnten jederzeit die notwendigen Maßnahmen dort aufnehmen und für die Menschen etwas Positives bewirken. Und wenn Sie heute schon über den Tag hinaus den Menschen helfen wollen, dann steht dem auch überhaupt nichts im Wege, dass Sie die notwendigen gesetzlichen Regelungen beispielsweise im Krankenhaussektor verbessern, indem Sie die Zuschüsse erhöhen. Auch das könnten Sie bereits jetzt ohne ein Sondervermögen.
Und Sie haben zum Schluss gesagt, und Herr Ministerpräsident, wir haben ja beide den gleichen Beruf mal erlernt, wenn man das so sagen darf, als Anwälte. Und Sie sprechen hier vom Respekt vor dem Recht. Und das tut mir als Anwältin besonders weh am heutigen Tage. Ja. Am heutigen Tage tut mir das besonders weh, dass offensichtlich etwas politisch konstruiert wird, als man muss handlungsfähig sein, es gibt keine Alternativen. Das ist nicht gut für die Demokratie in unserem Bundesland, meine Damen und Herren. Respekt vor dem Recht hat, heißt, dass man es auch akzeptiert, wenn es einem im Moment mal nicht passt. Deswegen ändert man keine Gesetze, meine Damen und Herren. Deshalb wiederhole ich meinen Appell von vorhin. Hören Sie als Abgeordnete auf Ihr Gewissen, stimmen Sie mit Nein, dann kann wirklich aus dem Tiefpunkt des Parlamentarismus eine Sternstunde werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht ihr Fraktionsvorsitzender, der Kollege Matthias Wagner. Frau Kollegin Faeser, ich glaube, Sie waren jetzt zum vierten oder fünften Mal in dieser Debatte. Und ich glaube, Sie müssten aufpassen, dass Ihre Argumentation konsistent bleibt. Sie haben sich jetzt ein neues Argument auf einmal ausgedacht, indem Sie fragen, wo angeblich der Ministerpräsident in dieser Debatte war. Ich kann Ihnen sagen, er war zu jeder Zeit sehr präsent. Aber in Ihrer letzten Rede, Frau Kollegin Faeser, haben Sie die guten Gespräche mit dem Ministerpräsidenten erwähnt. Sie müssen sich einfach einmal entscheiden, welche Argumentation Sie verfolgen wollen. Denn sonst machen Sie sich des Verdachtes schuldig, dass einfach jedes Argument völlig beliebig Ihnen recht ist, um in dieser Debatte noch irgendetwas beizutragen. Was mussten wir uns heute Morgen und in den vorigen Debatten alles anhören? Entmachtung der Parlamente. Es wurde hier Kolleginnen und Kollegen des Hauses unterstellt, sie seien charakterlos. Es wurden Vergleiche mit totalitären Regimen angestellt in den Reden der Opposition. Es wurde darüber gesprochen, dass Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses unmoralisch seien. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, haben Sie es eigentlich vielleicht auch eine Nummer kleiner? Wir streiten über eine Sachfrage, über eine wichtige Sachfrage. Und in dieser Sachfrage, wie können wir Hessen in der Corona-Krise helfen, sind wir unterschiedlicher Auffassung. Ja, meine Damen und Herren, das kann in der Demokratie passieren. Es gehört sogar zum Wesen der Demokratie, dass man unterschiedlicher Auffassung ist. Zum Wesen der Demokratie gehört aber nicht, dass man denjenigen, die eine andere Meinung haben, Unmoral unterstellt oder sie mit totalitären Regimen vergleicht. Das gehört nicht zur Demokratie. Wir werden uns darüber, woran die und an wem die Verhandlungen gescheitert sind, nicht einigen, meine Damen und Herren. Und deshalb bringt es auch nichts, uns gegenseitig mit Vorwürfen zu überziehen. Wir werden keine gemeinsame Wahrnehmung haben, an wem es gelegen ist.
Aber eines, meine Damen und Herren, ist doch nach diesen Wochen und nach den 7 Verhandlungsrunden völlig klar. Ein solches Drama können wir nicht alle 3 Monate aufführen. Wenn eines klar ist, dann das, meine Damen und Herren. Ein solches Drama können wir nicht von Nachtragshaushalt zu Nachtragshaushalt, von Haushaltsberatung zu Haushaltsberatung aufführen. Die Menschen in unserem Land wollen jetzt Planbarkeit, Verlässlichkeit, Sicherheit, und sie wollen nicht alle 3 Monate dieses Drama. Vielleicht können wir uns darüber wenigstens einigen, meine Damen und Herren. Wir ändern heute ein Gesetz. Wir ändern ein Gesetz, das in der vorletzten Wahlperiode mit einfacher Mehrheit beschlossen wurde. Und selbstverständlich kann man ein solches Gesetz mit einfacher Mehrheit ändern. Daran ist nichts Unmoralisches. Das ist kein Grund für Vergleiche mit totalitären Regimen. Es ist parlamentarische Normalität, meine Damen und Herren. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen der Opposition immer über die Mehrheitsverhältnisse reden, dann denken Sie bitte einmal über eines nach. Die Mehrheitsverhältnisse in diesem Landtag sind 69 Stimmen für die Regierungsfraktion und 68 Stimmen für die Oppositionsfraktion. Die Opposition in diesem Haus hat nur dann eine Mehrheit, wenn Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen nicht da sein können. Und Sie haben übrigens auch nur dann eine Mehrheit, wenn Sie gemeinsam mit der AfD stimmen. Überlegen Sie sich also gut, wenn Sie das nächste Mal das Argument der Einstimmenmehrheit anführen. Überlegen Sie es sich also gut. Herr Kollege, die Redezeit ist abgelaufen. Denn wenn Ihre Drohungen, dass Sie parlamentarische Regeln jetzt aufkündigen wollen, darauf basieren, dass Sie dann im Zweifel Mehrheiten mit der AfD gegen die Regierungsfraktionen darstellen, dann reden wir wirklich über Unmoral, über Charakterlosigkeit und über totalitäre Systeme. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Fraktionsvorsitzende, Frau Abg. Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, der Herr Ministerpräsident hat ja eingangs gesagt, wir sollten alle pfleglich miteinander umgehen. Ich werde Sie bei Gelegenheit daran erinnern. Herr Ministerpräsident, nun sind wir ja nicht so zart beseitet als LINKE, dürften wir auch nicht in diesem Haus und bei dem Umgang der CDU zum Teil mit uns. Aber ich will nur einmal darauf hinweisen, dass wir nicht einmal informiert wurden über das Sondervermögen. Wir haben das, Herr Finanzminister, und das unterscheidet sich von Ihrem Vorgänger, wir sind darüber nicht informiert worden. Wir haben das aus der Presse erfahren und wird uns aber nicht, was uns doch, dafür können Sie was. Wird uns aber nicht davon abhalten. Das wird aber am Ende nicht unser Abstimmungsverhalten, um das ganz deutlich zu sagen, beeinflussen. Weil wir gucken uns an, was in einem Gesetz steht. Wir gucken uns nicht einfach nur an, wer ihn eingebracht hat, und entscheiden nicht nach irgendwelchen Befindlichkeiten. Das unterscheidet uns ja von der CDU. Und deswegen machen wir Ihren Umgang mit uns nicht davon abhängig, ob wir einem Gesetzentwurf unsere Zustimmung geben oder nicht, meine Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, und dann haben Sie gesagt, diese Debatte hätte ja keine völlig neuen Argumente hervorgebracht. Das ist richtig.
Aber interessant ist schon, dass die Argumente aus Mündern kamen, aus denen man sie sonst gar nicht so oft hört. Weil die CDU, die uns jahrelang gepredigt hat, Schuldentilgung, schwarze Null, die Schuldenbremse, die argumentiert jetzt für Investitionen in zweistelliger Milliardensumme. Und ich sage mal so, also das Argument, es ist kein Geld da, das wird in den nächsten Jahren wirklich deutlich schwieriger für Sie, weil Sie haben gezeigt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Dieses Land kann investieren, und zwar auch in zweistelliger Milliardenhöhe. Und das ist überhaupt nicht als Kritik in dem Fall zu verstehen. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn die CDU umfällt. Hauptsache, sie fällt in die richtige Richtung. Und nur was ich in der Tat jetzt nicht so ganz anständig finde, und da verstehe ich den Ärger auch, ist, geben Sie es doch einfach zu, sagen Sie doch einfach, es war eine Fehleinschätzung. Es war eine Fehleinschätzung, wir hätten das mit der Zweidrittelmehrheit nicht machen sollen, und die Schuldenbremse ist auch Käse. Nur dann eben wirklich eine nicht vorhandene Blockade der Opposition als Feigenblatt zu nehmen, um sich von seinem ideologischen Gefängnis mal zu befreien, das ist in der Tat unredlich. Weil wir haben doch im März einstimmig hier beschlossen, wir haben doch einstimmig die Schuldenbremse ausgesetzt und haben doch einstimmig beschlossen. Und ich finde ja das, den Wortlaut Ihres Gesetzentwurfs, was Sie ändern wollen im Gesetz, dem können, das ist ja vollkommen richtig. Aber was in der Begründung drin steht und dass Sie dann schreiben, naja, die Regelung hat sich als nicht praktikabel erwiesen, also das ist schon eine ziemliche Frechheit. Und wenn sich jetzt Herr Wagner hinstellt und sagt, wir können doch nicht hier alle drei Monate so ein Drama aufführen, was war das für ein Drama für drei Monate? Was war das für ein Drama? Wir haben innerhalb von einem Tag in drei Lesungen mit den notwendigen Mehrheiten diese Gelder freigemacht. Und deswegen noch einmal, dass Sie die Schuldenbremse hier aufweichen, dass Sie hier abschaffen. Jeder Sargnagel an der Schuldenbremse ist ein guter, und wir helfen gerne beim Reinhämmern. Das ist absolut richtig. Aber die Begründung, die ist schon einfach unredlich. Und da verstehe ich auch den Ärger, auch wenn ich die Position von SPD und FDP nicht teile. Wir waren damals gemeinsam gegen die Zweidrittelmehrheit. Und da haben Sie auch etwas falsch verstanden, Herr Ministerpräsident. Es ist jetzt nicht so, dass die FDP und wir hier untergehakt Seite an Seite kämpfen würden. Es ist so, dass die FDP damals für die Schuldenbremse war. Wir waren die entschiedenen Gegner. Die FDP war für die Zweidrittelmehrheit, da hat sie ihre Position nicht verändert. Wir waren dagegen, wir haben unsere Position auch nicht verändert. Also von daher gehe ich fest davon aus, so viel zu den Gemeinsamkeiten, das war es dann aber auch. Deswegen gehe ich auch fest davon aus, dass wir heute nicht gleich abstimmen werden, die FDP und DIE LINKE, weil wir eine grundlegend andere Position haben zum Thema Schuldenbremse. Und für uns will ich das noch einmal ganz deutlich sagen. Wir haben Änderungsanträge eingebracht, weil wir es für nicht weitgehend genug halten, was Sie hier vorschlagen mit dem Sondervermögen. Aber noch einmal, am Ende ist für uns entscheidend, nicht parlamentarische Geländegewinne, nicht die Frage Befindlichkeiten im Umgang miteinander, sondern was kommt am Ende bei der Bevölkerung an. Und die brauchen Hilfe. Die brauchen viele Menschen Hilfe, und die brauchen Soforthilfen. Und deshalb werden wir da immer, unsere Entscheidungen sind immer im Landtag davon abhängig, nicht, wie gehen Sie mit uns um, da müssen wir alles ablehnen bei dem Umgang, sondern was steht am Ende drin und was bedeutet das für die Lebensrealität von Menschen. Und deswegen werden wir nicht gegen das Sondervermögen stimmen, und wir werden auch nicht gegen diese Gesetzesänderung heute stimmen, weil wir die Sache nach den Inhalten beurteilen, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir einen Änderungsantrag eingebracht, weil es uns einfach nicht weitgehend genug ist. Es reicht nicht aus, die Gesellschaft sozial und ökologisch zu verändern und all die Investitionen, die in den letzten Jahren unterblieben sind, die eben jetzt auch vorzunehmen. Deswegen, es ist ein Minischritt in die richtige Richtung, aber es reicht nicht aus. Die Schuldenbremse muss weg. Wir brauchen sehr viel höhere Investitionen. Und ein Letztes, Herr Präsident, ich freue mich natürlich, dass die Anregung der LINKEN aufgegriffen wurde, dass die 10 Millionen Euro auf 1 Million Euro gesenkt wurden, da dem der Haushaltsausschuss beteiligt werden muss. Weil natürlich müssen wir uns darum kümmern, dass die parlamentarische Beteiligung da ist. Aber vor allem brauchen wir eben jetzt viel Geld, das wir ausgeben können, um die soziale Schieflage in dieser Krise zu bekämpfen. Und deswegen werden wir so abstimmen, wie wir abstimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Zu einer persönlichen Bemerkung. Wir sind jetzt am Ende der Aussprache angelangt. Zu einer persönlichen Bemerkung hat sich der Kollege Günther Rudolph gemeldet.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Fraktionsvorsitzende Herr Wagner hat von einem Drama des Parlamentarismus gesprochen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als frei gewählter Abgeordneter mögen Parlamentsdebatten mühselig sein, Herr Kollege Wagner. Sie mögen anstrengend sein. Aber das ist Teil von demokratischer Kultur und Teil des Parlamentsbetriebs, auch sich mühseligen Diskussionen zu stellen. Das ist kein Drama, das ist ein Gewinn für eine parlamentarische Demokratie, dass solche Diskussionen stattfinden können. Ich kann nachvollziehen, dass Sie das alles nicht wollen. Ich fühle mich als Abgeordneter angegriffen. Das haben Sie nicht zu entscheiden, Herr Bellino. Der Präsident hat mir das Wort erteilt. Und ein Zweites, weil Sie offensichtlich nicht mehr anders können, als die große Keule rauszuhalten, auch in Richtung Beleidigung von Sozialdemokraten. Wir buhlen nicht um die Stimmen der AfD. Diese Bemerkung können Sie sich sparen. Teil unserer DNA ist genau etwas anderes, dass wir uns klar trennen von Rechtsextremen, meine Damen und Herren. Und deswegen, Sie setzen das heute hier durch, aber ich möchte als Parlamentarier ernst genommen werden. Das macht Ihnen machtpolitisch nicht passen. Das ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Aber etwas ganz Normales im Parlamentsbetrieb als Drama zu diskreditieren, zeigt eigentlich, was Sie wollen an der Stelle, nämlich mit Brutalität und Skrupellosigkeit Ihre Interessen durchzusetzen. Dagegen verwahren wir uns. So, wir sind bereits am Ende der Aussprache gewesen. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Es ist namentliche Abstimmung beantragt. Ich frage, ob wir aussetzen müssen, wie das die Geschäftsordnung vorsieht, oder ob wir in die namentliche Abstimmung eintreten können. Alle sind einverstanden, dass wir jetzt in die namentliche Abstimmung eintreten. Ich möchte dann bitten, dass die Schriftführer, Frau Kollegin Kinkel beginnt, dass die Schriftführer mit dem Aufruf der Namen beginnen. Bitte schön, Frau Kinkel. Ulrike Alex. Nein. Tarek Al-Wazir. Ja. Katrin Anders. Ja. Lena Arnold, entschuldigt. Sabine Bächle-Scholz. Ja. Dirk Bamberger. Ja. Jürgen Banzer. Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer, Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl-Hermann Bolldorf, Volker Bouffier, Sylvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailand Burcu, Ines Klaus, Mirjam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, ja. Angela Dorn, ja. Tobias Eckert, nein. Nina Eisenhardt, ja. Arno Enners, nein. Nancy Faeser, nein. Dr. Horst Falk, ja. Martina Feldmeier, ja. Thorsten Felsterhausen, Karina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, ja. Jürgen Frömmrich, ja. Sandra Funken, ja. Klaus Gagel, nein. Dirk Gaff, nein. Kerstin Geis, nein. Nadine Gersberg, nein. Lisa Gnadl, nein. Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, nein.
Vanessa Gronemann. Stefan Krüger. Nein. Gernot Grumbach. Nein. Dr. H.C. Hahn. Nein. Karin Hartmann. Nein. Erich Haltkamp. Nein. Christian Heinz. Birgit Heitland. Ja. Thomas Hering. Ja. Klaus Herrmann. Nein. Priska Hinz. Heiko Hofmann. Nein. Markus Hofmann. Ja. Andreas Hofmeister. Ja. Hartmut Honka. Ja. Knut John. Nein. Wieschan Kaffenberger. Nein. Rolf Kahnt. Nein. Norbert Kartmann. Ja. Heiko Kasseckert. Frank-Peter Kaufmann. Ja. Kaya Kinkel. Ja. Kai Klose. Ja. Wiebke Knell. Nein. Elisabeth Kula. Nein. Gerald Kummer. Nein. Robert Lambrou. Nein. Jürgen Lenders. Nein. Thorsten Leveringhaus. Ja. Andreas Lichert. Angelika Löber. Nein. Frank Lorz. Ja. Dr. Alexander Lorz. Ja. Heinz Lotz. Nein. Felix Martin. Ja. Daniel May. Ja. Markus Meißner. Ja. Hans-Jürgen Müller. Ja. Michael Müller. Karin Müller, ja. Regine Müller, nein. Stefan Müller, nein. Petra Müller-Klepper, ja. Dr. Stefan Naas, nein. Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, nein. Moritz Bromny, nein. Janki Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Rainer Rahn, nein. Claudia Ravensburg, ja. Michael Reul, ja. Boris Rhein, ja. Volker Richter, nein. René Rock, nein. Günther Rudolph, nein. Michael Ruhl, ja. Max Schad, Jan Schalauske. Enthalte. Marion Schad-Sauer. Nein. Lukas Schauder. Ja. Hermann Schaus. Nein. Gerhard Schenk. Nein. Heidemarie Scheusch-Paschkewitz. Nein. Katrin Schleenbecker. Ja. Mirjam Schmidt. Ja. Heiko Scholz. Nein. Dimitri Schulz. Nein. Armin Schwarz. Ja. Uwe Serke. Ja. Dr. Daniela Sommer. Nein. Sadet Sömnis. Nein. Frank Steinratz. Ja. Oliver Stierböck. Nein. Manuela Strube. Nein. Ismail Tippi. Oliver Ulott, nein. Tobias Utter, ja. Joachim Feilmann, ja. Bernd Erich Vohl, nein. Matthias Wagner, ja. Astrid Wallmann, ja. Alexandra Walder, nein. Kathi Walder, ja. Thorsten Warnecke, Sabine Waschke. Nein. Marius Weiß. Nein. Dr. Ulrich Wilken. Enthaltung. Axel Wintermeyer. Ja. Walter Wiesenbach. Nein.
Janine Wissler. Turgut Yüksel. Darf ich fragen, ob noch jemand seine Stimme abgeben möchte? Konnte jemand seine Stimme nicht abgeben? Hat jeder seine Stimme abgegeben? Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführer, das Ergebnis auszuzählen.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen das Abstimmungsergebnis verkünden. Wir haben 134 abgegebene Stimmen. Davon sind 68 Ja-Stimmen. 57 Kolleginnen und Kollegen haben mit Nein gestimmt und 9 haben sich der Stimme enthalten. Ich stelle fest, dass damit der dringliche Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein zweites Gesetz zur Änderung des 141-Gesetzes mit dem entsprechenden Stimmenverhältnis angenommen worden ist und zum Gesetz erhoben worden ist. Applaus